So, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen bei ETF 2 von Hannover nach Torint. Das Problem mit der Deadzone an meinem Lenkrad hat sich erledigt, da ich jetzt herausgefunden habe, wie ich das Lenkrad denn einstellen kann. Allerdings existiert immer noch das Problem, dass wir innerhalb von einer Stunde ankommen müssen, wir allerdings noch 6,5 Stunden Fahrt vor uns haben. Ich immer noch nicht weiß, wo die Zeit für die Schiene ist. Mitten in der Nacht ist natürlich auch nicht so praktisch, aber... Passt schon immer. Wir müssen... Hoppala. Ziemlich, ich nenne es mal dumm. Nee, dumm ist es leider nicht, aber ziemlich schade für uns, dass wir 100%ig zu spät ankommen werden. Um den Auftrag abzubrechen, würde mich jetzt nochmal mindestens 20.000 mindestens kosten. Und fahren wir lieber zu Ende, kriegen keine oder nur wenig Entlohnung und ja. Spin Tyrus setze ich übrigens jetzt ab. Da mache ich keine weiteren Aufnahmen von, denn es war nicht so wirklich erfolgreich. Nein. Nicht schon wieder. Nein. Nein. Habe ich schon nein gesagt? Noch irgendwann eine andere Route verstehen. Mach ich das Land nicht mehr. Wie oft ich schon auf der Autobahn gedreht habe. Also, wenn ich einen Führerschein haben dürfte,
nicht mehr. Tja, damit ist diese Fahrt nun leider